Egal ob im Alltag oder auf Reisen bzw. im Urlaub, Kinderschutz ist ein wichtiges Thema. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns seit vielen Jahren schon für dieses Thema ein und haben sogar eine eigene Arbeitsgruppe explizit für dieses Thema mit vielen Experten aus verschiedenen Bereichen. Unser wichtigstes Ziel bei diesem Workshop ist es, ein starkes Netzwerk zu kreieren in den Destinationen, in denen wir sind. Wir wollen das Netzwerk größer machen, wir wollen es engmaschiger machen, wir wollen zusammenarbeiten, Kontakte herstellen und vor allem unsere Teilnehmenden mit Tools, also mit Werkzeugen ausstatten, um Kinderschutzsysteme in ihren Unternehmen implementieren zu können. Also Kinderschutz ist für uns wirklich ein wichtiges Thema und auch ein Schlüsselthema und das schon seit vielen Jahren. Wir sehen, dass einfach das Thema Kinderschutz eins ist, was uns gerade auch in der DERTO Group sehr am Herzen liegt, wo wir seit Jahren schon diverse Maßnahmen umsetzen. We encourage tourism companies, doesn't matter if they are hotels, tour operators, travel agents or even transportation, they all have a role in protecting children in their field, in travel and tourism, and we encourage them to become members of the code for the protection of children in travel and tourism. Ja, also aus Reiseleitersicht beispielsweise ist ja dieses Thema Kinderschutz ja extrem wichtig und wir haben ja tagtäglich mit Kunden zu tun und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir mit solchen Situationen umgehen müssen. Insofern sehr interessanter Austausch mit den Partnern hier, mit den Hoteliers oder auch weiteren Teilnehmern hier, um das Thema auszutauschen und zu gucken, wie gehen denn die mit diesem Thema um und dort auch dann entsprechend Erfahrungen zusammen und zu gucken, was können wir denn auch besser tun. Es ist ein Kernthema des Tourismus, es ist kein Randthema. Und wenn wir langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein wollen im Tourismus, dann müssen wir auch dieses Thema offensiv angehen, klar ansprechen und uns committen, da auch gemeinsam Aktivitäten in Angriff zu nehmen.